Wunderschönen guten Tag und ein herzliches Willkommen zu unserer ersten Episode LS22, die drei Brüder. Mit Bernd, Michi, Mike. Und nun wünschen wir euch viel Spaß. Ach du meine Güte, Mann. Um 9 Uhr wollten sie da sein, jetzt haben wir schon 9.19 Uhr. Es wird mal Zeit, dass die zwei langsam auftauchen hier. Oh, meine. Hört man sich schon die Beine in den Bauch hier und wartet. Oh, da kommt der Erste. Und viel zu schnell, viel zu schnell. Boah, die fetten Autos hier. Moin Michi! Hallo! Oh, hi Bernd, hi Mike, da seid ihr ja eigentlich. Mann, es war um 9 gesagt und nicht 9.19 Uhr. Ja, sorry, du weißt doch der Verkehr, Mensch. Ah, Bernd lässt mir das Auto an. Ja. Mann, habt ihr da paar schicke Schlitten. Bin ich gar nicht. Gerade mal zugelegt. Boah, bist du da durch den Dreck gefahren, Mike? Anders kennen wir dich ja nicht. Ja, nu, ich habe auch eine ganz schön lange Strecke vor mir, ne? Was für Fenster? Ja, ist warm. Ist warm und die dicke Jacke an, ja, boi. Funktioniert deine Klimaanlage schon wieder nicht, oder was? Ach doch. Aber dann geht der Spritverbrauch immer so hoch. Ja, wie ihr schon gehört habt, die Jenny ist ja nach Deutschland wegen irgendeiner Erbschaftssache. Ja. Und hatte mich ja gefragt, ob ich hier ein bisschen was machen kann. Und da es mir ein bisschen alleine zu viel ist, habe ich euch halt mal gefragt, ob er mir noch mit unter die Arme greift. Ja. Und Jenny hat halt einen beschaulichen Hof. Ja, das sieht hier ja schon ziemlich gut aus. Ja, ist noch schön übersichtlich. Wir haben eine kleine Werkstatt für unsere, oder für dann die Traktoren. Mhm. Und also mal lässt sie einen kommen, mal hat sie immer selber gemacht, ein bisschen, was sie konnte. Und mal gucken, wie wir es handhaben. Ja, gucken wir mal. So, ja, Fahrzeuge. Es ist eigentlich Grundausstattung. Alles da. Machen wir hier mal da hoch. Ja, also. Ist doch schon mal nicht verkehrt hier alles. Ja. Den Steinesammler. Ne, ist der große. Eine kleine Beinpresse bis jetzt für Handbein, weil kostet ja auch alles ein Schweinegeld. Was haben wir hier? Beintransportmaschine für die Kleinen. Dann einen kleinen Teleskoplader. Der ist außerdem elektrisch. Okay. Oh. Also hat sie ein bisschen auf Bio geachtet. Umweltbewusst. Ja, unsere Jenny. Ja. Die Tankstelle befindet sich hier gleich neben der Werkstatt. Ja. Da hat sie sich eine Zapfsäule hingesetzt. Ja, ein kleiner Autoanhänger. Also wenn mal was kaputt gehen sollte, wäre auch da. Das ist schon mal gut. Jo. In einen Eimer um. Lass mal nicht. So, was haben wir noch hier? Ja, Spritze. Eine Walze. Und was das hier? Was? Das hier ist für HD-Bein, für Handbein. Eine kleine Beinpresse. Was Niedliches. Ein großes Spielzeug hier? Nein. So, ja, Fahrzeuge haben wir hier. Da steht auch was Großes. Das ich wollte gerade sagen, oh, da ist Spielzeug. Da stehen ein paar größere Spielzeuge, ja. Dann haben wir einen kleinen Glasmähdrescher. Ja. Was haben wir noch? Schön Deutz. Ein Glastrecker. Ja, ein Glas Axion. Ein, Fendt 714, also der kleinere Motor noch. Und ein Case 145er. Ich hoffe, das reicht, denke ich mal. Ja, wir sind zu dritt.
Vier Fahrzeuge, ja. Das passt, denke ich mal. So, ja. Mehlwerk haben wir jetzt draußen stehen. Dafür haben wir leider noch keine Halle. Ja. Waschplatz momentan, ja, ein bisschen den hier. Den muss ich gleich mal benutzen. Ich muss mein Auto waschen. Kannst du nachher dann gleich tun. Immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe. So, ja, kleines Windrad. Mit Wasserpumpe. Ah, schön. Wasser auch schon angeschlossen, oder? Wasser ist schon angeschlossen. Ah, okay. Also, zum frühes Waschen, gell? Ja. Für der böse war, darf draußen sich waschen. Nicht toll. Das Silo haben wir auch. Wichtig. Ist auch ein bisschen schon was drin. Okay. Hm. So, und dann hier noch halt noch zwei Anhänger. Ich hätte. Transportanhänger. Ein kleinerer. Hätte die Jenny aber auch nochmal waschen können, bevor sie abgefahren ist. Nee, den hatte ich in Benutzung. Das ist meine Schuld gewesen. Ach so. War schon mal was machen. Der Michi. Ja. Also, wir haben Grubber, wir haben Flug, wir haben Sämaschine, Kalk- und Düngerstreuer. Mhm. Bei Hänger. Eine kleine Mulde, eine große Mulde hatte Jenny, glaube ich, noch bestellt. Ich weiß noch nicht, ob die beim Händler schon angekommen ist. Ja, kann ich ja sonst noch immer hinfahren. Die, mal die müsste geholt werden, ja. Ah, sieht zwar nach Regen aus. Die Ernte müsste auch langsam rein. Ah, okay. Wir haben hier zwei Rapsfelder noch. Also die sind gleich hier vorne. Die anderen drei Felder, was sie mir jetzt gesagt hat, sollen hinter den Gebäuden sein. Ach, hier. Ja, was haben wir denn hier eigentlich? Oh, hier vorne von den. Ach, hier, Weizen. Aber das noch gar nicht an. Gut. Hier haben wir jetzt noch. Hier ist schon Weizen erntereif drauf. Oh, das ist schön. Oh. Soweit die Hochführung beendet, würde ich sagen. Haben wir schon mal gut was zu tun, ne? So, habt ihr die Gummistiefel mit, weil die Brücke ist klein. Ja, ein bisschen ist halt ein klein wenig zu machen. Was ist das denn hier? Warte. Wo? Hühners. Ach ja, die Hühner habe ich ganz vergessen. Wir haben die Hühners. Ja, Jenny hat ein kleines Hühnergehege. Für die Sonntagseier. Können wir unsere Frühstückseier mal hier rausholen? Genau. Wunderbar. Hat sie auch einen Hahn? Nö. Hahner drinne. Kein Hahn. Braucht auch nichts, was Krähen tut hier. Ja. Waschplatz, also wir können auch gern, wenn die Ecke euch. Oh, guckt mal, hier hinten ist ein Reh. Oh, Bambi. Jetzt laufen sie weg. Also, wenn euch der Waschplatz hier nischt ist, weil es halt ein bisschen unbefestigt, dann müssen wir den Kompressor nochmal umstellen. Das ist ja nicht das Problem dann. Kompressor. Ah, ein Kärcher. Also, ja. Gut. Ja, was wollen wir machen? Wir können anfangen mit Ernten. Achso, Bernd, ja, du hast ja gesagt, du wolltest gucken nach den, ob der Container schon angekommen ist beim Händler. Ja, da würde ich dann gleich mal einen der Trecker schnappen. No. Und dann mal gucken. Let's go. Die Mechanik funktioniert. Ich würde mich erstmal einmal umziehen gehen, ja? Meine Arbeitsklamotten schmeißen und dann bin ich gleich wieder für euch da. Ja, ja? Mach das. Weißt du, wo sie die Schlüssel hingepackt hat? Von den Trägern und so? Sind die im Haus oder? Die müssten im Haus sein, ja. Da hängt ein Schlüsselkasten drin und da müssten sie drin sein.
Ja, aber... Ihr wollt sich doch kurz umziehen gehen. Ja. So, ich hab hier jetzt meinen Schlüssel. Ich hoffe, das war jetzt der vom Fendt. Wirst du gleich sehen. Na, müsste eigentlich beschriftet sein. Ah ja, da steht's drauf. Alles klar. Gerade übersehen. Ah, hier ein Arbeitsklamotten. Ah, hier, du wolltest ja dein Auto waschen, gell? Ja. Bevor du das wäschst, mach bitte die Scheiben hoch. Ja. Es könnte teuer werden. Ach was. Ach was. Ja. Ja, wo stellen wir die Mulde hin? Gute Frage. Stellst du hier neben Silo so hier nach hinten? Erstmal, dass er nicht stört. Kann man ja draußen stehen lassen. Das noch ein Stück vor? Ja. Noch ein Mühe? Gut, reicht. Ich hab. So. Jetzt. So, dann fahr ich mal hin. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Bist schon fertig mit Waschen, Mike? Hä? Ist schon fertig mit Waschen? Ja. Ging aber schnell. Oh, sauber. Zeig mal dein Prachtstück her, darf ich mich mal reinsetzen? Aber ja, selbstverständlich. Oh, alles vom Feinsten hier. Na, immer doch. Wenn man sich sowas gönnt, dann richtig. Peter. Oh, billig war nicht. Ich hab hier noch meinen schönen alten. Dem bleibst du auch immer treu, ne? Dem bleib ich treu. Bis er auseinanderfällt. Mein schöner Engländer. Bis dass der Rost euch scheidet. Aber er macht sein Ding. Ja, das ist doch die Hauptsache. Und er fährt. Ja, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ein Luftfahrwerk hat er ja auch noch. Also ich kann ihn auch noch wesentlich höher fahren. Auch noch. Ja. Also auch schön geländegängig. Aha, Platz ist im Kofferraum auch ohne Ende. Mach mal auf. Bild. Der geht nur von innen auf, ja? Mit Knopf. Jupp. Diebstahlsicherung. Ja. Pass ein paar Bierkästen rein. Ja, können wir ein paar schöne Abende hier feiern. Müssen wir, das wär's. Müssen uns mal noch einen Grill besorgen. Oh ja, hab ich voll dabei. Und das Wichtigste natürlich, ne, die Anhängerkupplung. Das ist immer wichtig. Und fährt oben? Oh, okay. Ein Hilux. Ja, auf der Autobahn musste ich zwischendurch ein bisschen auf ihn warten, weil er kam nicht mehr hinterher. Nice. So, mal gucken, ob die Mulde da ist. Oh, da kommt was. Ich sehe was Großes. Oh, was Grünes. Die Mulde ist da. Nice. Schön. Wunderbar, das gefällt mir. Oh, da können wir schön was reinschmeißen. Moin, ja. Da bin ich wieder. Joho. Bernd, fährst du mal vor zum Platz?
Komm mal mit dem Mähdrescher raus. Ich will mal gucken, ob wir mit dem Rohr überhaupt rankommen. Das würde mich jetzt mal interessieren. Halt Schlüssel noch. Schauen wir mal. Der steht im Rolltor 1, ne? Warte, ich mach das Tor schon mal auf. Na. Nimmt das Tor her oder was? Nee. Oh, ich hab den Knopf nicht gefunden. Doch, sag ich mal ein dickes Ding, du. Wie war das mit viel zu schnell über den Hof? Hier gilt keine Schrittgeschwindigkeit. So. Wollen wir mal gucken. Boah, das passt. Das sieht doch gut aus. Locker flockig. Locker flockig von Hocker. Soll ich den jetzt so erstmal in die Halle stellen oder? Ja, stellen wir so erstmal in die Halle, genau. Ich pass schon auf, dass ich nicht über dich drüber. Ja. Pass mal lieber auf, wo du hinfährst. Ja. Sonst dreht Jenny uns direkt den Hals um. Und jetzt haben wir hier einen geliebten Mähdrescher kaputt fahren. Die Halle noch dazu. Das könnte passieren. Ja, die Halle könnte teuer werden, Reparatur. Das eventuell auch. Aber der hat auch schon ein paar Stunden auf dem Buckel. Der neueste ist es halt nicht mehr. Ja, nun, ein paar Jahre hat sich den Hof jetzt auch schon, ne? Ja. Sperr mich doch nicht ein hier. Da drüben, ich sehe gerade drüben, ist auch das Tor offen. Ja. Du hast dich vorhin so über den Kla. Sperrt er mich ein? Entschuldigung. Machen wir mal. Na gut. Was war mit dem Klaas? Du hast so vorhin über den Glas geschwärmt. Ja. Guck mal, der ist auch dreckig. Oh, dann hole ich mal die Schlüssel und mache ich mal sauber, ne? Wirst du die vom Mähdrescher klein mitnehmen? Ja, klar. Bitte. Danke. So, da steht er wieder. Da kommt er über den Hof gerannt. Ja, Trägerfahrer. So, meine lieben Freunde, das war's dann für heute. Ich hoffe, die erste Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann schreibt's doch bitte in die Kommentare. Und über ein Däumchen würden wir uns auch sehr freuen. Und bis dahin sagen wir bye bye. Bitte. Bitte.